Hallo, liebe Sternenfreunde, und herzlich willkommen zum zweiten Teil des großen Jahreshoroskops mit den Highlights und den kritischen Phasen der Liebesplaneten, den wichtigen Sonnen- und Mondfinsternissen und mit den Rückläufigkeitsphasen des Merkurs. Bevor wir loslegen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Mein Jahreshoroskop 2018 gibt es jetzt auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen 12 Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 zum Nachschlagen und Nachlesen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr die viele liebevolle Arbeit, die ich in dieses Jahreshoroskop hineingesteckt habe. Das Buch hat 156 Seiten und kostet 19,99 € und die E-Book-Ausgabe erhaltet ihr für 14,99 €. Ihr könnt es ab sofort bestellen. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zu den Konstellationen für das neue Jahr. Und wir starten mit einem prägnanten Vollmond am 2. Januar, der in eine auffällige Drachenfigur hier eingebunden ist. Und hier ist der Vollmond. Insgesamt sind die Konstellationen bis zum 9. Januar harmonisch. Danach kommt es bis Mitte Januar zu einigen Spannungen mit der Venus, die in der Liebe zu Herzklopfen führen kann. Der Neumond am 17. Januar findet im Steinbock statt. Und das ist dann nochmal eine gute Gelegenheit, um über das Thema Manifestation und Verantwortung zu meditieren. Die zweite Monatshälfte ist dann relativ friedlich. Die Aspekte lassen uns Raum, Liegengebliebenes zu erledigen oder einfach mal auszuspannen. Dann haben wir noch eine ganz wichtige Konstellation zum Monatsausklang, nämlich am 31. Januar. Da haben wir einen zweiten Vollmond und der erscheint dann als totale Mondfinsternis. Das wird für viele ein sehr emotionaler Moment, besonders diejenigen, die Planeten im Löwen und im Wassermann haben. Schaut euch dazu bitte auch noch die kosmische Schwingung für den Januar an. Da bin ich ausführlich auf die Konstellationen und ihre Bedeutung eingegangen. Am 15. Februar haben wir dann eine Sonnenfinsternis auf 27 Grad Wassermann. Die wirkt zwar nicht so stark, weil sie nur partiell ist, aber für alle diejenigen, die durch die totale Sonnenfinsternis im August 2017 eine große Veränderung in ihrem Leben erfahren haben, ist jetzt sozusagen ein erster Höhepunkt erreicht. Das ist eine gute Gelegenheit, um einmal zurückzublicken und euch darüber klar zu werden, welchen Weg ihr bisher zurückgelegt habt und wie es im kommenden Jahr weitergehen soll. Eine besonders romantische Zeitqualität haben wir vom 11. Februar bis zum 7. März. Streicht euch die schon mal im Kalender an. Da geht die Venus durch die Fische und verbindet sich dann hier mit dem großen Romantikaspekt des Jahres, nämlich Neptun und Jupiter. Und das ist besonders schön für die Erdzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock und die Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische. Und diese schöne Phase geht dann eben bis zum 7. März. Eher kritisch wird dann die Zeit von Mitte März, wenn die Venus im Widder steht, bis Ende März. Denn da wird die Venus dann einige harte Aspekte hier bilden zu den Planeten im Steinbock, also zu Saturn, Lilith und Pluto. Das ist dann eine, wie so eine Art Sollbruchstelle, wenn in Beziehungen etwas im Argen liegt oder auch, wenn man sich auf eine Geschichte eingelassen hat, bei der man merkt, das könnte gefährlich werden und sie dann vielleicht doch lieber beendet, bevor Schaden angerichtet wird. Da haben wir dann auch die erste Rückläufigkeit von Merkur, die beginnt am 23. März und geht bis zum 5. April und das Ganze hier im Zeichen Widder. Am 31. März geht dann die Venus ins Zeichen Stier und vom 4. April bis zum 20. April haben wir eine sehr gute Phase, wo die Venus eben im sinnlichen Stier steht und Harmonieaspekte zu Saturn, Lilith und Pluto bildet. Und das fördert die Kräfte der Kreativität, Sinnlichkeit und Manifestation. Das ist eine gute Zeit, um Beziehungen zu stabilisieren, um das Erreichte zu genießen. Und für viele ist es auch finanziell eine schöne Zeit, um sich gemeinsam etwas leisten zu können. Vom 1. bis zum 20. Juni erwarte ich eine sehr leidenschaftliche Liebesphase. Die Sterne stehen dann zuerst sehr romantisch. Das sieht man hier besonders schön. Hier haben wir die Venus im Krebs in einem super großen Romantikaspekt zu
Neptun und Jupiter. Aber die Sterne fordern uns dann eben auch auf, uns wirklich für unsere Beziehungen einzusetzen, ne? Weil dann kommen Spannungen auf, dann geht die Venus in die Opposition hier zu Lilith und Pluto. Da muss also dann wirklich was passieren und das geht auch unter die Haut. Und wenn wir uns in dieser Zeit auf die Liebe einlassen, dann kann es unser Leben verändern. Und eine besonders heiße Phase haben wir dann vom 17. bis 20. Juni. Da geht die Venus in den Löwen und verbindet sich dann mit dem Mondknoten hier im Löwen. Und genau gegenüber steht der Mars. Das ist sehr selten, dass die beiden Liebesplaneten in einer direkten Konfrontation stehen und sehr leidenschaftlich. Und weil die Mondknotenachse beteiligt ist, denke ich, dass es eine selten kraftvolle Gelegenheit sein wird, auf einen Seelenpartner zu treffen. Aber verbunden mit der Gefahr, dass dadurch das bisherige Leben aufgewühlt wird. Mit dem Mars hier am absteigenden Mondknoten könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sich Liebhaber aus der Vergangenheit noch einmal melden, was durchaus schwierig sein kann, wenn man mittlerweile schon anderweitig gebunden ist. Aber spannend ist es auf jeden Fall. Eine interessante, schöne Venus-Konstellation haben wir rund um die Sonnenfinsternis am 13. Juli. Das ist eine partielle Sonnenfinsternis, das heißt, sie ist nicht annähernd so stark in der Wirkung wie die vom August 2017. Aber wir haben vielversprechende Konstellationen in dieser Phase, an denen auch die großen Planeten, die für echte Veränderungen im Leben sorgen, beteiligt sind. Ich zeige euch das nochmal. Hier ist die Venus eingebunden in einem sogenannten großen Trigon mit Uranus und Saturn. Und das bedeutet, sowohl die Kräfte der Sicherheit als auch die Kräfte der Veränderung stehen in Harmonie mit der Venus. Und das bedeutet, wir sind romantisch gestimmt und außerdem in der Lage, nicht nur zu schwärmen und zu spielen, sondern auf der Basis dieser Gefühle echte, substanzielle Beziehungen zu entwickeln. Der Romantikaspekt zwischen Jupiter und Neptun bleibt weiterhin dominant. Trotzdem wird die zweite Jahreshälfte insgesamt etwas schwieriger für unsere Liebesbeziehungen. Seit dem 26. Juni hat ja dann schon die Rückläufigkeitsphase vom Mars begonnen und die dauert bis zum 27. August. Ja? Und das Ganze passiert in den Zeichen Steinbock und Wassermann. Das sind Zeiten, in denen wir streckenweise das Gefühl haben, dass Aktivitäten zum Erliegen kommen. Man fühlt sich wie in einem Traum, wo man laufen möchte, sich aber nicht bewegen kann. Wenn der Mars rückläufig wird, braucht man wirklich viel Geduld, Durchhaltevermögen und Gelassenheit. Und streckenweise ist auch noch gleichzeitig der Merkur rückläufig. Und zwar zwischen dem 26. Juli und dem 19. August, das zeige ich euch hier mal, wird am 26. rückläufig. Das ist dann wahrscheinlich wirklich eine Phase, wo wir uns teilweise wie gelähmt fühlen. Das Ganze passiert dann im Zeichen Löwe. Und für diese Zeit sollte man wirklich keine wichtigen Projekte planen. Man kommt nicht recht voran und Entscheidungen werden revidiert, weil wichtige Informationen fehlen. Am besten, man macht in dieser Zeit Urlaub oder beschränkt sich auf Aktivitäten, wo es nicht so drauf ankommt, dass man schnelle Fortschritte erzielt. Ja, das ist aber noch nicht alles. Am 6. August geht ja dann die wilde Lilith ins Zeichen Wassermann und läutet eine Phase ein, in der Beziehungen trotz aller Liebe auch wieder zerbrechen können, weil wir heiß und kalt sind, weil wir Angst vor Nähe haben und dann wieder Angst vor dem Alleinsein. Auf einmal fürchten wir uns davor, uns einzulassen und unsere persönliche Freiheit zugunsten einer langfristigen Beziehung aufzugeben. Das macht aber nicht nur die Lilith alleine. Auch die Liebesplaneten bilden in der zweiten Jahreshälfte kritische Aspekte. Zunächst mal, wenn die Lilith in den Wassermann geht, dann verbindet sie sich ja gleich mit dem Mars und da ist dann auch noch der Mondknoten dabei. Das ist schon relativ krass. Und vor allem in der Zeit von Anfang September bis Ende November sind dann wieder Venus und Mars da eingebunden und die liegen streckenweise sozusagen im Clinch miteinander. Aber Unruhestifter Uranus und Lilith sind eben auch beteiligt, was eine Neigung zu exzentrischen Entscheidungen anzeigt. Das schauen wir uns jetzt näher an. Vom 9. bis zum 20. September bilden Venus und Mars einen leidenschaftlichen Spannungsaspekt. Und zwar während der Mars durch den Wassermann geht und die Venus durch den Skorpion. Das bedeutet, die Leidenschaft ist zwar groß, aber es kann zu Konflikten kommen, bei denen es um das Thema geht, ob Absprachen eingehalten werden, ob man sich aufeinander verlassen kann.
Der Aspekt zeigt auch einen Konflikt unserer inneren Werte an. Wir stehen dann auf Bad Boys oder Bad Girls. Wir fühlen uns von einer Person angezogen, von der wir eigentlich wissen, dass sie nicht gut für uns sein kann. Und dann sind wir hin und her gerissen. Sollen wir der großen Anziehung widerstehen, weil wir eigentlich etwas anderes wollen, nämlich eine seriöse, verlässliche Beziehung? Oder sollen wir dem Verlangen nachgeben, eine leidenschaftliche und intensive Affäre ausleben und uns später um die Probleme kümmern? Und weil die wilde Lilith noch ganz kräftig mitmischt und außerdem auch noch Trennungsplanet Uranus, kann die Leidenschaft über uns hinwegrollen wie ein Tsunami und möglicherweise auch zerstörerisch wirken. Mitte September bis Mitte Oktober ist die Beziehungslage besonders angespannt. Da wird die Venus in Spannung hier zum Freiheitsplaneten Uranus gehen. Und weil sie ab dem 5. Oktober rückläufig wird, streift sie diesen wunden Punkt gewissermaßen mehrfach und erzeugt einen Spannungsbogen, der von Mitte September bis Ende November reicht. Während dieser Phase sind wir geneigt, Beziehungen zu beenden, wenn der Partner unzuverlässig oder nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Denn das erscheint uns als Zeitverschwendung. Wir sind ja auf der Suche nach Beziehungen, auf denen wir etwas aufbauen können. Das gilt auch umgekehrt. Wenn wir den Partner oder die Beziehung nicht ernst nehmen, stehen wir ganz schnell wieder alleine da. Es wird also ein sehr, sehr heißer Herbst. In dieser Zeit sollten wir gut auf uns und unsere Beziehungen Acht geben und die Konsequenzen unseres Tuns im Blick behalten. Hier nochmal die genauen Daten. Die Venus wird am 5. Oktober spätabends rückläufig auf 10 Grad Skorpion. Ab dem 2. Dezember geht sie dann erneut durch den Skorpion bis zum Jahresende. Und ab dem 4. Dezember stehen die Liebessterne dann wieder ganz romantisch, so als ob nichts gewesen wäre, nämlich der Mars in den Fischen und die Venus im Skorpion. Ich wage also die Voraussage, dass es für viele ein Happy End geben wird. Deshalb rate ich euch für 2018, gerade in der kritischen Phase zwischen Anfang September und Anfang Dezember, macht die Tür nicht ganz zu, egal was passiert, egal wie ihr euch entscheidet. So haltet ihr euch die Chance offen, auf jemanden wieder zuzugehen, falls ihr dann entdeckt, dass die schönen Gefühle doch noch da sind oder sich ganz zart wieder zurückmelden. Sehr wichtig für die Schützen und die Zwillinge, aber auch für die Löwen, Widder, Wagen und Wassermanngeborenen wird der 8. November sein. Denn ab diesem Zeitpunkt erhalten sie wieder günstige Aspekte von Jupiter auf ihre Sonne. Jupiter geht dann in den Schützen und zwar bis zum 2. Dezember 2019. Das sind gute Nachrichten, denn Jupiter herrscht im Schützen und kann sich dort besonders gut entfalten. Und da wird er dann auch dringend benötigt, damit die ganzen Steinbockkräfte sich nicht irgendwo festbeißen und zu rigide an ihren neuen Strukturen festhalten. Es ist gut, dass die visionäre Kraft des Schützezeichens dann aktiviert wird. Am 17. November und bis zum 6. Dezember haben wir dann noch einmal eine Rückläufigkeitsphase mit Merkur, diesmal in den Zeichen Schütze und Skorpion. Spätestens ab Mitte Dezember über Weihnachten und zu Silvester zeigen sich die Liebesplaneten ganz versöhnlich und kuschelig. Da haben wir schöne kosmische Chancen für ein Happy End unterm Weihnachtsbaum oder einen Heiratsantrag zu Silvester. Das war Teil 2 des großen Jahreshoroskops für 2018. Wie sich die Konstellationen für die Sternzeichen und Aszendenten auswirken, das erfahrt ihr natürlich in meinen Sternzeichen-Videos von Widder bis Fische. Wenn ihr eine persönliche Horoskopberatung bei mir buchen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Am besten ihr bucht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meine nächsten Webinare. Am Freitag, den 12. Januar, gibt es den Online-Workshop Saturn-Probleme heilen, wie ihr den Saturn-Transit durch den Steinbock erfolgreich und gesund meistert. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar. Maximal 12 Teilnehmer in einer kleinen Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Beratung zu gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen interessanten und konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich möchte ich euch auch meine anderen Video-Specials empfehlen, zum Beispiel über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Liebessternen im neuen Jahr und alles Gute mit den Sternen.